Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stationeers zusammen mit China. Hallo. Und mir, Dr. Wolfsherz. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir bauen weiter an unserer lustigen Mondbasis. Was machst du denn gerade? Erzähl doch mal. Ich versuche den angefangenen Raum hier fertig zu bauen und hadere so ein bisschen mit, damit, dass ich zum Beispiel keine UI eingeblendet habe. Das macht das Schweißen ein bisschen schwerer. Ja, definitiv. Ich muss dich mal was fragen, weil ich weiß nicht, ob das bei mir irgendwie nur ist. Wenn du schweißt, steigt dann in deiner Umgebung die Temperatur auch kurzzeitig rapide an? Ja, okay, ja, teilweise im vierstelligen Bereich. Ja, okay. Dann scheint sich nämlich das Gas irgendwie noch zu entzünden, das austretende Gas. Das ist natürlich beunruhigend. Das ist auf dem Mars nämlich nicht passiert bisher. Ja, öfter mal was Neues. Ja. Sehr spannend bleiben, wie man sich hochjagt. Ja, richtig. So, jetzt hole ich mir erstmal, was brauche ich denn jetzt? Genau, ich muss jetzt Atmospherics bauen, Atmospheric Kits. Ich werde eins abbauen, das nehmen wir von hier und das Ding baue ich auch ab. Damit haben wir den Fuel gefiltert, das können wir nochmal umbauen. Da haben wir schon mal 2 von 6 fertig. Das spart ein wenig Material. So, 1, 2. Naja, die stecken nicht, na klar. Mal gucken, was sie kosten. 4 Stück brauchen wir jetzt noch. Ja, das geht. Eisen, Kupfer. Ja, ich sehe schon, die Stahlrahmen werden nicht ausreichen. So, 1, 2, 3, 4. Was hältst du davon, wenn wir den Furnace automatisieren? Das geht. Das geht. Ich habe das jetzt selbst gemacht in Mars Let's Play. Ist allerdings natürlich noch nicht raus, die Folge. Von daher wäre es hier jetzt das erste Mal zu sehen auch bei uns. Wir haben alles auch schon, was wir dafür brauchen, erforscht. Glaube ich. Falls nicht, es ist nur rote Forschung, das heißt, ließe sich relativ leicht umsetzen. Vorteil ist, wir haben hier dann einen Trichter zum Beispiel, wo wir einfach alle Erze reinschmeißen, alles außer Kohle und Kobalt kann da rein. Und das wird dann Reihe nach geschmolzen und irgendwo ausgeworfen. Und wenn wir später Legierungen herstellen müssen, zum Beispiel Stahl, dafür brauchen wir Eisen und Kohle, dann können wir auch die geschmolzenen Eisenbarren verwenden. Es muss also nicht Eisenerz sein. Ah, okay. Ne? Deswegen ist das Vorschmelzen durchaus etwas, das wir tun können, ohne davon Schaden zu haben. Ja, jetzt mal noch ganz kurz was anderes. Du hast Master's Player schon mit dem neuesten Beta-Patch gespielt. Ja. Ist dir da vielleicht unter dem Burger irgendwas aufgefallen? Verdammt! Verdammt, das haben wir ganz vergessen. Ah, das hätten wir in der letzten Folge schon. Das ist mir jetzt eben erst aufgefallen. Ah, jetzt sagst du es. Wir hätten es in der letzten Folge schon angehen sollen. So, okay, dann ändern sich die Pläne. Mir ist das wohl eben erst aufgefallen. Du hast absolut recht. Ich dachte mir mal, okay, den Burger kennst du, aber diese Tasse da mit den 70%, oder noch nicht 70%, aber es geht in die Richtung, die ist hier neu. Du hast absolut recht. Ich habe hier mal was Lustiges gebaut, und zwar ein Ice Crusher. Das ist eins der neuen Dinge, die wir bauen können. Außerdem brauchen wir noch ein bisschen, Moment, wir brauchen eine Abfüllstation, wie heißt das nochmal? Bottle Filler, genau. Also, da brauchen wir Silikon für. Ah, das haben wir aber. Nicht Silikon, ja, einmal haben wir schon was geschmolzen und in einem Gürtel habe ich, glaube ich, 3 Stacks gesehen. Das ist perfekt. So. Da spuckt die Furnace auch das Kupferstückchen aus, was wir als nächstes brauchen. Ich baue mal alles, was wir brauchen für die Wasserversorgung. Ja. Ist nämlich eine ganz fiese Falle. Ich habe in der letzten Folge noch gesagt, dass das jetzt aktiv ist bei uns. Aber hab nicht dran gedacht, dass das auch das neue Wasserbedürfnis beinhaltet. So ist es. Ja, ich wusste von dem zum Glück noch gar nichts.
Ja, gut, aber du hast es Also jetzt immerhin bemerkt. das Wasserbedürfnis da ist. So, wir kriegen dann natürlich auch Gase bei. Die Gase wenden wir einfach weg. Das heißt, wir brauchen ein Liquid. Können wir die wegwenden? Ja klar, das ist ja Gas. Kommt einfach ein Passive Vent. Pipes haben wir noch. Okay, das müsste alles sein. Gut. Wo bauen wir den Kram? Ich würde sagen, wir machen das nochmal mit ins Gewächshaus rein. Einverstanden? Da wäre zumindest die Wasserversorgung gut aufgehoben. Ne, denke ich auch. Wir müssen dann zwar raus zum Wasserversorgen, reingehen zum Wasserversorgen, aber das finde ich jetzt nicht so das Problem. Dabei kann man gleich die Temperatur überprüfen, vielleicht was ernten. Das hat noch einen weiteren Vorteil, genau. Weil ich glaube, dass. Oh, ich habe keine Batterie mit reingenommen. Das hätte ich vielleicht machen sollen. 29 Grad, da mache ich das Ding mal wieder an. Dann ernte ich auch mal eben direkt, weil die Tomaten sind schon wieder fertig. Das ist doch sehr schön. Ja, ich baue hier voller Enthusiasmus den Gasfilterraum und dann kommst du mit dem Wasser um die Ecke. Wie immer. Ungelegen. Ja. Wie jedes Problem hier. So, Ice Crusher. Den stellen wir ganz stumpf hier hin. So. Zeige ich euch, wie der aussieht. Ach nee, ich brauche erstmal einen Iron Sheet. Temperatur passt. Nicht zu kalt werden lassen. Und die Batterie mal mitnehmen und laden. Da ist ein Portable Oxygen Tank. Ah ja, übrigens, obwohl unseres, trotz des Verbrauches lädt sich unsere Batterie, unsere Station-Batterie immer noch auf. Die nimmt also an Ladung zu und nicht ab. Das ist gut. Shit. Oh, es ist noch genau einer da. Das ist ja ein Traum. Ich baue mal eben die Lüfter an. Verdammt, wie kann ich meinen Airtank auffüllen? Hast du Bedarf? Ja. Okay, dann gib mir einen kleinen Moment. Wieso kann ich den Passive Vent hier nicht anbringen? Ah, hier unten. Ah, da geht's nicht. Okay. Ich frage mich, warum ich diesen Riesenbedarf mit einmal habe. Komm mal zum Länder. Da bin ich. Okay. Ja, da ist der Kanister dran. Den müssen wir mit einer Zange abmachen. Schwupp, da ist er. Und jetzt kannst du, wir stellen den am besten irgendwo sicher hin. Und dann kannst du da in den schwarz-weiß geriffelten Bereich deine. Aber Ach, pass jetzt auf. wird's dammig. Genau, aber nur. Meiner ist übrigens auch kurz vor Warnung. Also bei 500 fängt die Warnung an. Du steckst einfach das Ding kurz Ja. rein. Ja, ich habe es da versucht, während es noch oben drin war und da ging es halt nicht. Sobald die, solange die an, ups, oh, ich und Kanister wieder. Solange die angedockt sind, kann man damit tatsächlich nicht interagieren mit diesem Füllspot-Dingsterbums. Ich Deswegen stelle den brauche jetzt mal hier hin. So. Röhrchen. Das Ganze 4x4 raus und hier kommt dann. Also aktuell hat dieser Raum ein großes Problem. Sag an. Wenn du davor stehst, fällt dir irgendwas auf? Ja,
Wir haben asymmetrisch gebaut. Du. Ja. Ich könnte jetzt davon anfangen, dass du einen Bürotisch millimetergenau platzieren willst, aber das hier bei der Basis nicht schaffst. Das war in der Tat nicht gut durchdacht von mir. Du darfst gerne die Luftschleuse einen nach links versetzen und links noch Blöcke anbauen. Rechts würde ich es nicht machen wegen des Gasraums. Ja. Dachte mir, warte mal, wie kann man jetzt auf der anderen Seite einen Durchgang platzieren? Warte mal, 4, das geht nicht mittig. Das. Ja, das war leider ganz doof gedacht von mir. Da geht irgend so ein Impuls mit mir durch. Aber ich bin mir zumindest sicher, ich bin nicht der Einzige, der diese Probleme hat. Nee, da gehe ich auch mal von aus. So, das sind die Sheets, dann eine Crowbar. So, ich habe das Ding jetzt ein bisschen versetzt, weil wir sonst Probleme mit dem zweiten Rohranschluss bekommen. Und jetzt geht's weiter. Schweißgerät und... So. Und jetzt einfach nur 2 Kabel noch. Und dann haben wir den Ice Crusher. So sieht er aus. Da ist der Dock. Da muss der Ice Crusher hier irgendwo in der Nähe sein. So, da schließen wir draußen nochmal richtig an. Du dachtest was von Ice Crusher, nicht, dass wir einen Getränkeautomaten kriegen. Ja, doch. So. Okay, ich muss Münzen bezahlen. Das kostet nur Energie, Gott sei Dank. Also, das wär's ja auch wohl noch. So. Dann kann das dahin. Das erste Kit kommt hier hin. Das zweite Kit. So, jetzt brauchen wir einen Bottle Filler und den hängen wir jetzt hier ran. Und ja, schön geht anders, aber... Okay, dann muss das auch korrekt sein. Haben wir Wassereis? Ich glaube, du hattest davon alles verarbeitet für andere Sachen. Das ist... Ja, okay. Das ist unglücklich. Wir hatten noch gar nicht so gigantische Mengen gefunden gehabt. Ja, es ist kein Beinbruch. Es ist schade, aber wir müssen welches finden dann, weil sonst gibt es nämlich nichts zu trinken. So, jetzt bauen wir uns ein paar Pipes, und zwar die neuen blauen Pipes für Flüssigkeiten. So sehen die aus. Oh, 2000 Grad. Beim Schweißen? Ja. Und dann bin ich auch noch so gefangen in so einem kleinen Raum mit 2 Blastdoors links und rechts. Ach, weißt du, jetzt weiß ich wieder, warum das asymmetrisch ist. Das hat einen Grund. Das ist gar nicht mal unbedingt jetzt unabsichtlich, weil wir wollten ja hier nicht über diese Länge hinauskommen, ja, wegen der Paneele, und auf der anderen Seite wollten wir nicht das Gewächshaus zu bauen. Das heißt, nach links erweitern ist vielleicht gar nicht so gut, es sei denn, wir legen das Gewächshaus höher oder bauen es halt an anderer Stelle nochmal neu, wenn wir den Aufwand machen wollen. Ich würde das jetzt einfach so lassen, einfach aus dem Grund, dass wir hoffentlich, also zum einen, so wie die Sonne mal fällt, ist das, ist der wichtige Teil des Gewächshauses doch eher in der Sonne. Ja. Und wir werden hoffentlich zu den automatisierten Dingern, die eh keine Sonne brauchen, kommen. Ja, auch richtig. So, der Ice Crusher ist fertig. Jetzt brauchen wir nur Wassereis.
Ich glaube, da oben liegt was. Ich hol's mal. Und dann können wir sogleich ein leckeres, köstliches, kühles Nass für uns zubereiten. Es ist Silizium. Dann lasse ich es liegen. Das ist auch Eis, aber Oxide. Ja, da fällt man ganz leicht drauf rein. Das scheint mir Gold zu sein. Nee, Kupfer. Ach hey. Jetzt Eis finden. Da ist Eis. Haha. Nein, das ist auch Silizium. Oder? Doch, ja. Batterie ist leer. Ich habe was gefunden. So, das wird fürs Erste reichen. Ich lasse das Eis jetzt hier so exponiert, damit wir das nochmal finden, wenn wir wieder Eis suchen. Aber mehr brauchen wir halt jetzt gerade nicht. So. Du hast also eine größere Quelle gefunden, ja? Ja, zumindest sind da noch ein paar Brocken zu sehen. Wir sollten außenrum nicht nur Blöcke bauen. Wir können das später sonst auch noch ändern, indem wir, dass wir einfach auch ein paar Fensterfronten, so wie beim Gewächshaus haben, ne? Das sieht ja schön aus eigentlich. Ich weiß, was du meinst. Und da habe ich durchaus Idee. Vor allem, da wir in die Richtung dank dem Landemodul eh nicht großartig weiterbauen können. Ja, zumindest jetzt noch nicht, ne? Ja. Willst du mit rein? Sprach er und cyclete die Schleuse. Du, ich habe einen angeschalteten Wälder in der Hand. Ich cycle dir die auch zurück, dann kannst du wieder reinkommen. Das ist gerade gar nicht so wichtig. Ich hab noch 63%. Stopp, bevor du reinkommst. Bau mal bitte am Atmosprinter, also am Pipebender, folgendes. Item Water Bottle. 2 Stück. So, Atmosprinter, das ist dann der. Schon wieder so warm hier drin. Das geht immer ganz schön schnell. Ich bitte um Einlass. Erlaubnis gewährt. Oder so. Hier sind die Tomaten gewachsen. Naja. Ich hatte bloß eine Wachstumsstufe mehr. Hab ich die jetzt ausgemacht? Ja. Also, du hast die Bottles, ja? Ja, kannst du ruhig behalten. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde den Ice Crusher einschalten. Und dann passiert Folgendes. Oben wird Eis reingeschmissen. Wir sollten am besten das Wassereis nehmen, weil das den meisten, weil es das meiste trinkbare Wasser enthält. Alle anderen Eise enthalten zwar auch Wasser, aber halt viel mehr von den anderen Bestandteilen Wasserstoff oder Sauerstoff. So,
Und jetzt schmeiße ich das hier rein und die Maschine fängt an, das zu zermahlen. Ah, du hast die Flaschen schon reingesteckt. Ja, sehr schön. Ja, ich hab's schon gefunden. Und die laufen halt sofort voll. Und wenn das Gluckern aufhört... So, jetzt ist das fertig. Jetzt können wir es wieder ausmachen. Jetzt, wenn du jetzt deinen Atmos-Analyzer nimmst... Ich suche momentan dieses Teil. Ich habe das vermutlich in einem der Mining Bells gelassen. Okay. Dann sage ich einfach, was Sache ist. Hier in dem Ice Crusher sind jetzt 7,12 Megapascal Druck und zwar 100% Wasser und 0% N2. Das ist Stickstoff. So, der Stickstoff, der geht hier oben über den Passive Vent einfach raus, der wird irgendwann komplett verschwunden sein und das Wasser wird hier in dieses Rohr gedrückt. Da ist jetzt ein Megapascal drin, weil wir da keine Pumpe dran haben, wird jetzt hier einfach nicht mehr reingedrückt. Das ist aber okay. Das reicht, um diese Flaschen zu füllen. Und jetzt kannst du dir einen Schluck gönnen. Genau wie bei einer Tomatensuppe. Und ich habe mal so getan, als wenn ich lesen könnte, was auf deinem Pad los war, aber da standen bloß Nullen. Also, okay. Und dann einfach wieder reinstellen, dann füllt er das wieder auf. Und dann können wir die eigentlich draußen in den Schrank tun und dann können wir jederzeit was trinken. Und hier werden wir sie dann nachfüllen. Warum? Warum was? Hast du die zufällig rausgenommen, als die noch lief? Das kann sein. Ich dachte, er ist sofort voll. Nee, der braucht einen Moment. Ja. Okay, gut. Ja, das war's. Wir haben Wasser. Sehr schön. Wieder ein Problem beseitigt. Genau. Und auch der perfekte Schnitt für diese Folge eigentlich. Wenn du das hast, dann machen wir hier einen Schnitt, nachdem wir erfolgreich Wasser produziert haben. Genau. Dann danke fürs Zuschauen. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wünschen euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.